Gedenkstätten der NS-Verbrechen. 12 Jahre Nazi-Terror in Europa. 6 Millionen ermordete Juden. Von ca. 11 Millionen Toten des Holocaust. Gefängnisse, Sammel- und Deportationslager. 24 Konzentrationslager mit über 1000 Außenlagern in Europa bis 1945. Viele dieser Orte sind heute Gedenkstätten, die an die Leiden der Gefangenen erinnern und über das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufklären. Davon haben wir bisher 36 Gedenkstätten fotografiert. Aus ca. 60.000 Fotos haben wir eine Wanderausstellung mit über 70 Exponaten und Erklärungen geschaffen. Dazu erscheint ein pädagogisches Begleitheft über die Entstehungsgeschichte der Konzentrationslager und den heutigen Gedenkstätten. Daraus wird nun ein Buch, das in Europa an Schulen zum Einsatz kommen soll. Mit der Ausstellung soll es dazu dienen, Gedenkstättenfahrten mit Schülerinnen und Schülern vorzubereiten. Es wird gezeigt, wozu Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Krieg führen können. Die Ausstellung sucht nun neue Ausstellungsorte wie Museen, Rathäuser und Bibliotheken. Das Buch braucht eine Finanzierung, damit noch weitere Gedenkstätten wie Mauthausen, Majdanek oder Theresienstadt fotografisch dokumentiert werden können. Kontakt und Info unter dreisteine.com/memorial.